Hallihallo, ihr Lieben. Ja, ich höre mich noch ein ganz, ganz minimal nasal an. Jedenfalls kommt es mir gerade so vor, aber ich habe mir auch gerade mein Näschen geschnoppt. Ja, ich möchte mich wieder zurückmelden und das tue ich auch gleich mit einem kleinen Action-Haul. Meine liebe Mona von Monas Basteleien hat mir wieder ein paar Kleinigkeiten vom Action und vom Teddy besorgt. Und ja, mir geht's nach 14 Tagen YouTube-Abstinenz doch wieder ganz gut. Ich brauchte die Zeit aber auch, denn es war doch, ja, es war schon ganz schön heftig gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. Ich meine, jeder weiß, jeder hat schon mal flach gelegen, auf Deutsch gesagt, mit einem Infekt. Und das ist nie ein Zuckerschlecken. Und je nachdem, wie stark das Immunsystem ist, je nachdem schnell ist man da durch. Ich muss für mich eben halt einfach immer wieder nur sagen, dadurch, dass ich sehr hochdosierte Vitalstoffe nehme, bin ich da relativ schnell durch, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich davon felsenfest überzeugt, weil ja, auch ich habe ja schon ein gewisses Alter erreicht. Und bevor ich mich dazu entschlossen hatte, Vitalstoffe meinem Körper hinzuzufügen, habe ich weit, weitaus länger gebraucht. So, aber das ist ja nicht das Thema. Mein kleiner Einkauf ist das Thema. Ich habe hier auch schon alles soweit gelöst, damit wir auch wirklich gleich in die Vollen starten können. So, meine Lieben. Die liebe Mona hat das auch wieder ganz lieb in so ein Geschenkpapier eingepackt. Es ist leider doch sehr stark beschädigt, dass ich es diesmal nicht aufheben werde. Aber bei 47 Quadratmeter Wohnfläche kann ich auch gar nicht alles aufheben. Ich bin auch wirklich gerade extrem dabei, loszulassen. Und ja, nichtsdestotrotz kaufe ich auch Dinge ein, aber das sind die Dinge, die ich gerne benutzen möchte. So, dann machen wir mal das Schätzchen auf. Und da ist schon wieder eine Karte. Was hat sie einfach gesagt? Na, wenn du weitermachst, dann kannst du schon ein ganzes Album nur mit meinen Karten machen. Ja, sie könnte nicht ganz Unrecht haben. So, dann nehmen wir das hier vorbei an die Seite. Nicht, dass ich euch schon spoiler. Dann habt ihr ja gar keine Lust mehr zu gucken. Ich möchte als allererstes in mein Kärtchen reingucken, weil die macht immer so zauberhafte Karten. Es ist letztendlich eine ganz einfache Karte und dennoch hat sie so viel Pfiff. Sie gefällt mir wirklich sehr gut. Das ist für meine Buchhaltung. So. Heute kommt mal eine gute Besserungskarte bei dir an. Ach, das ist aber lieb. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Die kommt zu meinen anderen Schätzen. Warte mal, jetzt muss ich mal glatt gucken. Datum, ja, das muss ich nachher noch mit eintragen, weil ich mir die doch so ein bisschen versuche, auch chronologisch zu sortieren. Deswegen trage ich mir jetzt immer in die Karten an irgendeiner kleinen Ecke das Datum mit ein. Eventuell auch aus welcher... So, Entschuldigung, ich musste mich mal kurz gähnen, aus welcher Situation heraus diese Post bei mir ankam. Wie jetzt zum Beispiel Action Hall, das notiere ich mir da, dann weiß ich das. Ah, ist ja süß. Da hat sie mir nämlich die beiden, also diesen Abroller nochmal zugeschickt gehabt. Den hatte ich nämlich bei diesem unsichtbaren Tape, dieser Band. Ja, aber den werde ich wahrscheinlich für richtig Tesafilm benutzen. Und da fehlt mir nämlich einer, der auch vernünftig abrollt. Kann ich ja gleich mal gucken. Wo ist denn mein Tesafilm? Hatte ich doch hier. Das habe ich irgendwann mal irgendwo gekauft. Ich weiß gar nicht, wo das her ist. Steht auch nicht drauf. Steht zwar eine Firma drauf, aber... So, das möchte ich nämlich mal gucken, ob das nämlich dann leichter... Weil dieses Innenleben ist nicht geeicht. Und das ist das Problem. Man hat dann ganz viele Abroller. Aber mit oh ja, das ist super. Das merke ich jetzt schon, dass das richtig gut ist. So. Na, nun komm schon. Super, toll. Und dann kann ich mir das hier nämlich abreißen. Toll, das freut mich sehr. Gut, dass du es mir doch noch zugeschickt hast.
So, dann hat sie mir auch diese Schablone noch organisiert. Ja, wie das eben manchmal immer so ist. Nee, brauche ich nicht. Wenn da so ein Sechser- oder Achter-Set immer rauskommt, ist es ja doch immer doch eine gewisse Summe. Ich sag mal wenn man mal hochrechnet, 4 € und dann mal 8, sind wir auch schon bei 32 €. Ist natürlich kein Preis im Gegenzug zu den Standschablonen, was sie sonst eben halt kosten. Aber ja, ich wäge mittlerweile wirklich ab, welche Schablone ich nehme. Ich habe mir auch noch was anderes bestellt, aber dazu später mehr, wenn die Ware da ist. So, dann wollte ich mal einmal diesen weißen Perlenmix, weil ich habe zwar eine ganze Menge weiß, aber irgendwie fehlte mir immer so ein bisschen was mit Pfiff. Und hier sind eben halt auch mal so ein paar Sachen mit bei, die nicht so herkömmlich sind, so wie so eine Muschel oder hier wie so ein ganz kleines, ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Ja, hier so was anderes eben halt. Ich habe sehr wenig Motivperlen. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Und ja, die wollte ich eben halt kombinieren. Ach Gott, das hat sie mir zusätzlich mit reingemacht. Ach, das ist aber lieb. Cool. Jetzt muss ich bloß noch meine Idee wiederfinden, was ich eigentlich mit diesen Filzherzen machen wollte. Es könnte aber auch sein, dass ich mir aus diesem großen ein etwas kleineres rausschneiden werde, weil dann weiß ich schon, für was ich das benutze. Aber so ist es mir definitiv. Wieso habe ich eigentlich gar kein Lineal mehr hier an meinem Arbeitsplatz? Das ist ja schön, wenn man hier alles super aufräumt. Okay, ich habe jetzt hier noch eins von Tim Holtz, mein Inch-Lineal, aber na okay, das könnte ich natürlich auch kurz nehmen. 10, 18, 20, ja, ein bisschen kleiner müsste es sein. Aber ja, da freue ich mich ganz, ganz dolle drüber. Die kleinen, die gehen auf jeden Fall wunderbar. Und die großen, die werde ich mir etwas verkleinern. So, und da habe ich mich ja ganz dolle gefreut, dass sie die gekriegt hat. Ich bin ja eigentlich überhaupt gar nicht mehr so der Fan von irgendwelchen Plastikzeugs oder so. Aber diese Papi-Sticker in diesem Käfer, weil das sind einfach mal Motive, die gehen für Männer immer. Sollte der irgendjemand noch welche haben, die er mir ganz gerne abtreten würde wollen, soll er sich bitte gerne bei mir melden. Ach ja, bevor ich es vergesse. Und bei den Stanzen, ich suche ganz händeringend die letzte Briefmarkenstanze, die würde ich unwahrscheinlich gerne noch haben wollen. Das wäre echt super. Jo, wie gesagt, diesmal ist mein Paket auch gar nicht so groß. Ich habe mir denn hiervon von diesen Teilen ein paar mitschicken lassen. Die gab es wohl auch mal beim Action. Allerdings hat sie. Sekunde. Ach Gott, fange ich schon immer an zu gähnen beim Videodrehen. Das ist ja echt nicht mehr schön. Das habe ich nämlich immer schon, wenn ich Sprachnachrichten mache. Meine Spezies wissen das immer schon. Beim Videodrehen finde ich es jetzt natürlich nicht so toll. Naja, so, aber um hierauf zurückzukommen, Hedwig Gedönsrath hatte die wohl in der Haarabteilung gefunden gehabt beim Action. Und da hat sie meine Mona aber nicht bekommen. Und ja, ich bin ganz hinterher, hinter den Dingern. Ein paar habe ich jetzt. Da freue ich mich auch ganz dolle drüber. Weil die eben so schön flach sind. So. Und dann, ich meine, Glitzer und sowas alles habe ich ja auch reichlich, ohne Frage. Aber für Shaker-Karten was Neutrales, was eben halt, ja, hier so ein Gedöns. Mir ist aber auch schon eine ganz neue Idee gekommen, wie ich sowas in Zukunft anstatt mit Plastik hier aus einem anderen Material, Naturmaterial, also Pappe praktisch machen kann. Und ja, das wird jetzt einmal hier so sein und danach nicht mehr. Aber manchmal muss man erst was kaufen, um dann eine neue Idee zu bekommen. So, und dann diese schönen. Oh, siehst du, das Schwarz habe ich natürlich noch nicht runtergelegt. Habe ich nicht dran gedacht. Dann machen wir erstmal hiermit weiter. Dann habe ich nämlich gleich eine Fläche, wo ich das drauflegen kann. Dieses Magnetpapier
Hat sie nämlich auch bekommen beim Woolworth. Und da ich ja doch einiges mittlerweile mir angeschafft hatte, und das jetzt auch wieder alles schön ordentlich auf Magnetplatten machen möchte, ich nehme die natürlich, also was heißt natürlich, ich nehme die nicht vollflächig. Meine Mappen sind auch A5, aber ich packe da keine A5-Matte rein, sondern ich lege mir erst auf meinen Karton die Stanzen, die ich da reinmachen will, und schneide mir dann Streifen zu, weil ich damit mit diesen Matten viel, viel weiter komme. Sekunde. So, da war was auf dem Bildschirm. Ja, weil ich dann eben halt einfach mit diesen Matten bedeutend weiterkomme, als wenn ich immer vollflächiger in meine Hüllen reinmache. So. Und ja, da sind sie. Die wunderbaren süßen Elfenstempel. Ich wollte die unbedingt haben, weil die englischen Sprüche, die drauf sind, Make a Wish, das kann fast jeder. Oder Hop in your days in is full sparkle, springe im Tag voller Magie, sage ich jetzt, oder Sparkel, ja, weiß nicht, Glitzer, keine Ahnung. Ihr wisst ja, mein Englisch. Dann haben wir hier noch Sending Love und Believe in the Magic. Ja, das sind Sachen, mit denen komme ich auch klar. Und eben halt diese kleine süße Minischnecke. Finde ich ganz niedlich. Und ja, die beiden, da brauchen wir, das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, warum ich sie haben wollte. Da wird es demnächst auch eine hübsche Karte zu geben. Jo, und dann gibt es noch eine Sache. Und da habe ich mich mega gefreut, dass sie ihn bekommen hat. Da habe ich mich ganz, ganz dolle gefreut, weil ich wollte nur diesen. Denn der ist eben halt einfach mal cool. Erstens haben wir hier noch ein paar Messer drin. Mal gucken. Nee, das mache ich mal lieber mit etwas, womit ich mir nicht meine Fingernägel kaputt mache. Die sind nämlich so schön gewachsen. Da haben wir drei so eine kleinen Ersatzmesser. Die werde ich da auch gleich wieder reinmachen. Ja, man muss auf das Löchlein treffen. Finde ich schon ganz praktisch. So. Und habe ich da jetzt überhaupt schon eins drinne? Siehst du, da muss ich nämlich gleich mal gucken, denn ich weiß nämlich noch gar nicht, wie das funktioniert. Außer, dass es nämlich keine. Na, sag schon. Keine Löcher im Papier macht. Aber ja, wir Frauen, wir nehmen uns ja auch mal die Bedienungsanleitung vor. Soll keine Diskriminierung an die Männer sein. Alles gut. Aber. Auch ich habe so einige gesehen, die es nicht fertig bringen, eine Bedienungsanleitung in die Hand zu nehmen, wenn sie nicht wissen, wie es funktioniert. Komischerweise, warum auch immer. So. Ich bin aber immer noch nicht schlauer. Das denke ich mal, werde ich mir mal ganz langsam und zu Gemüte ziehen, um dahinter zu steigen, wie er denn nun eigentlich funktioniert. Irgendwie muss ich den hier dann doch ein bisschen erst auseinanderschrauben. Aber der geht nämlich bis 32 cm. Und das fand ich total cool. Ja, weil 12 cm Stanzen oder 10 cm Stanzen, also ab 10 cm kann man ihn hier wohl einstellen. Klar, es geht wahrscheinlich auch noch kleiner. Ich weiß nicht, wie viel Zentimeter das hier dann wären. Das könnte man aber ausrechnen. Und ja, und da freue ich mich schon ganz, ganz dolle drauf, den dann zu benutzen. Ich werde euch berichten. Ah, jetzt habe ich es herausgefunden. Ha, siehst du, das kleine Dingchen war eine Schutzkappe gewesen, die da dran war. Die hat sich gelöst. Und hier ist dann, mal gucken, ob ich das so zeigen kann. Sitzt dann das Messerchen dran. Und wenn man das hier alles rausschraubt, dann kann man das Messer eben halt austauschen. Na, sieh, hat sich schon von ganz alleine geklärt. So, und dann schiebt man das hier nämlich wieder drüber und kann sich auch nicht verletzen. Das ist ganz gut. Muss ich mir natürlich merken, damit ich das dann auch immer wieder hier rüber schiebe. Super. Ja, in diesem Sinne war es das leider. Ich hatte ja so gehofft, dass ich morgen schon
meinen anderen Haul abdrehen könnte, aber ich durfte dann erfahren, dass bei uns in Berlin morgen Feiertag ist und Sekunde. Ja, und dementsprechend werde ich dann wahrscheinlich bis Mittwoch warten müssen. Die Firma bestellt, also liefert eigentlich immer relativ schnell. Aber ja, was soll's. Da habt ihr dann einen Tag Pause zwischen. Aber mal gucken, vielleicht mache ich ja morgen ein neues Projekt, wo ich euch dann einfach mal mitnehme. Gestern war ich schon mal wieder ganz fleißig und habe ganz viele Karten vorbereitet mit diesen Schmetterlingen, damit ihr seht, dass ich auch das tue, was ich sage, aus diesen Servietten, die ich ja immer hier ab und zu zugeschickt bekommen habe. Aber liebe Leute, bitte keine mehr. Ich habe ganz, ganz viele und ich habe noch so viel Designpapier, was ich für solche Karten ganz gerne auch weiter noch verarbeiten möchte. Und deswegen reichen mir diese Servietten erstmal. Da habe ich so viel, da weiß ich gar nicht, wie lange. Ja, und hier kommt jetzt überall noch ein kleiner Strassstein und sowas drauf, damit ich da auch mal ein bisschen was verbraucht bekomme. Und ein Danke. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch einen zauberhaften Feiertag und knuddel euch ganz doll. Bis dann, ihr Lieben, und bleibt alle schön gesund und trinkt mal ab und zu eine heiße Zitrone. Soll ich euch mal was sagen? Ich trinke keinen Kaffee mehr. Ich trinke heißes Wasser oder aber heiße Zitrone. Man mag es nicht glauben. Ich glaube, ich habe mit 14 angefangen, Kaffee zu trinken. Ich werde jetzt 51 und jetzt schmeckt mir Kaffee nicht mehr. Wie cool ist das denn? Ich bin gespannt, wann der erste irgendwann mal wieder schmeckt. Aber momentan habe ich auch gar keine Lust, es auszuprobieren. Das finde ich viel, viel spannender. Okay, ihr Lieben, bis dann. Ciao, euer Kreativfalter.